Jetzt fort mit Uncharted 1. Trägt Schicksal, warum die das Spanier jetzt... Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. So, darf ich jetzt reden, Sullivan? Warum das einen deutschen Titel hat und die anderen beiden einen englischen Titel, habe ich bis heute noch nicht begriffen, aber okay. So, Sullivan, schauen wir ein bisschen uns die Höhle an. Zu sehen gibt es hier was. Bestimmt gibt es ja auch den ein oder anderen Schatz hier. Was ist denn das? Hat das eine Bedeutung? Ja, nein, nein, ja. Nein. Kann nichts drücken, also wird es auch keine Bedeutung. Vorsicht, Nate, das ist echt tief. Ja, ich schaue. Kein Witz, oder? Ach, da kommt ein bisschen Licht rein. Gut, für damalige Verhältnisse, ich glaube, das Spiel wurde 2008 rausgebracht, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Kann das aber jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber für 2008 gab es da schon die PlayStation 3, ne? Oder? Das ist ein PlayStation 3-Spiel, oder? Ja, ich glaube schon. Ganz ehrlich, gute Grafik, oder? Für damalige Verhältnisse schon. Also wir haben ja 2016, 8 Jahre später, hat sich eigentlich sehr, sehr viel getan. Wir müssen darüber kommen. Es hat sich was getan, aber sehr, sehr viel kann ich... Oh, Nate! Oh, Sullivan, das hilft mir jetzt auch nichts. Ja, wie soll ich denn darüber kommen, Meister, wenn nicht so? Ich weiß ja nicht, wie rennen wir. Vorsicht, Nate, das ist echt tief. Muss ich hier irgendwas machen? Das ist kein Witz, aber ich kann hier auch nichts machen. Wir müssen da rüberkommen. Ja, aber wie, mein Freund? Da blinkt doch was, oder? Aha, ein Schatz. Wir haben einen Schatz gefunden. So, wir müssen noch... Achso, ah, ich weiß schon. Entschuldigung, das hatte ich ja schon mal gemacht. Als ich beendet habe, fertig aus. Sieht gut aus. Ja, da bin ich jetzt nicht gleich drauf gekommen. Entschuldigung, ich spiele ja nun alle 3 Teile. Jeweils 1/2 Stunde täglich. Und das versuche ich dann auch am selben Tag also ein Upload zu machen auf Facebook. Was ist denn hier? Was ist das? Achso. Muss man da jetzt... Durchrennen? Ja, irgendwo. Hier, lass mich mal. Ja, dann mach du, damit ich da durch kann und ich andere Seite was tun kann. Ich wollte aber nicht schießen. Ich halte sie auf. Sie von innen zu blockieren. Ja, ja, mache ich schon. Das ist noch relativ alles einfach. Okay, lass los. Ich müsste halt. Mach schnell, Sally! Oliver, schnell! Level wieder abgegriffen. Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Was ist denn hier jetzt? Hoppala, schauen wir mal rein. Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ach so, das heißt... ja, was heißt das denn? Wie mache ich denn hier Drakes Tagebuch auf? Außer sinnlos Munition zu verschwenden. Boni will ich nicht. Drakes Tagebuch. Ja. Aha, jetzt darf ich. Jetzt darf ich's. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gematzt und jetzt nutzt sie uns, was? So ist das im Leben. So. Aha. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen Licht gemacht. Feuerwehr. Ich habe immer Angst, dass ich jetzt doch was Blinkendes übersehe, obwohl ich eigentlich... Wir müssen den Schatz irgendwie wegräumen. ...gar nicht so der Schatzjäger bin, aber irgendwie, wenn wir schon mal hier sind... So, und nun? Nun? Ach so, Moment. Warte mal, ich habe das Holz ist trocken, wir könnten es verbrennen. Ja, ja, ich weiß, mein Freund. Cool. Schön. Ein Schuss hätte eh gereicht. Okay. Und jetzt?
Und jetzt, genau. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen ans Hangeln. Aha, da geht's runter, oder? Das haben die jetzt gemacht, dass sich das verändert hat. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Oh. Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, wie geht der dann da runter? Gar nicht. Geht auch nicht. Verstehe jetzt den Sinn nicht so ganz. Warte mal, das sind Blöcke. Ah, okay. Ah, nee. Jetzt verstanden. Das konnte ich vor 30 Jahren vielleicht. Was war das denn jetzt, bitteschön? Ich mag ihn gar nicht. Ja, da falle ich wieder runter. Ey, was soll denn das? Oh, das macht wieder Spaß. Dem Günther zuzuschauen, wie er hier kläglich versagt. Vor allen Dingen. Ja. Warum springt er da immer hoch? Er hält sich nicht fest. Ich verstehe das nicht. Also sorry, das ist mir jetzt eine Nummer zu lästig. Was ist denn, wenn ich da ganz hoch springe? Nix. Gar nix. Ey, da wäre ich jetzt verrückt bei. Das ist ja nichts für mich. So ein Rumgehangel da. Aha. Oh nein! Oh! Der war auch lose. Super. Macht Spaß so zu schauen, ja, ne? So macht's richtig Spaß. Entschuldigung, aber die Square jetzt der Penner. Ich gebe schon mein Bestes. Und nu? Ja. Die Steine haben nichts zu bewirken, glaube ich. Das ist aber. Wie kriege ich ihn denn jetzt? Aha, okay. I know. Wow. Ach, er hat es jetzt einfach und bequem. Ich muss erstmal fünfmal sterben. Wundert mich eh, dass ich noch laufen kann. Ich habe sämtliche Knochen und Rippen geprellt und gebrochen. Ach, nochmal. Feuer. Okay. Ups, zwei Seiten. Oder ist eine zugegangen? Eine ist zugegangen, okay. Okay. Wie gehe ich eigentlich in Deckung? Ah, so, okay. Jetzt gehe ich wieder weg. Ich höre noch was tappeln. Yeah.
Das ist doch nicht umsonst da. Sullivan weiß wohl mehr. Ich weiß nicht was. Ich kann mich auch rüberhangeln, sehe ich gerade, glaube ich. Versuchen wir es mal. Ja, das geht. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Ich weiß. Ich höre schon wieder, Herr Sullivan läuft. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Die Ordnung dieser Zeichen. 1, 2, 3, 4. 1 ist das, 2 ist das. Okay. Das ist. Das ist. Achtung. Nee, warte mal. 1 ist das Viereck. Das ist es auch nicht. Wo sind die anderen Zeichen? Oh! Wo sind die anderen Zeichen? Da? Nee. Und hier so seltsame Geräusche, die mir überhaupt nicht. Oh! Gehen wir erstmal runter kurz. Was ist das? Aha. Das sind doch immer dieselben Zeichen, oder? Bitte. Ich muss mir das nochmal anschauen. Ich bin immer hier nicht klar gekommen. Moment. So, also ist das. Ach so? So, schauen wir uns die nochmal an. Ich verstehe das aber nicht so ganz. Das Gesicht. Die Geräusche missfallen mir. Was haben wir denn da? Ach, er kommt dahin. Oh! Was haben wir denn da? Komm ich. Was ist das denn da? Totenkopf. Ebenfalls ein Totenkopf. Wie komme ich denn da hin? Da ist das erste Zeichen. So, da gehen wir jetzt hin. Das ist das erste. Jawohl. Hey, da passiert was. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt zum zweiten Zeichen, okay. Habe ich schon begriffen. Das ist auch das. Entschuldigung, falsche. Ach Mist, der falsche. Was? Das kann aber nicht sein. Moment. Mach das Buch auf. Oh, mach das Buch auf. 1, 2. War das nicht der zweite? Für mich sah er aber aus wie der zweite, oder? Ach. Also das ist Nummer 1, nehme ich mal. Dann kann ja Nummer 2 nur einer von den zweien da sein. Ruhe, sorry. Ruhe. Ja, runter. Hoch! Was macht der denn da? Ach, das ist der zweite natürlich.
Jetzt muss ich kurz gucken. Ich glaube, das Gesicht ist das dritte. Das schauen wir uns gleich aber erstmal nochmal an, bevor wir es drücken. Okay. Die Spinne oder was auch immer das sein soll. Das Gesicht ist das letzte. Wie komme ich denn jetzt da rein? Fragezeichen hoch 3. Aha, okay. Haben wir schon. So, bleibt nur noch Nummer 4. Das ist diese Kackfresse. Und hopp. Dieses Geräusch macht mich nur, aber es hört sich an wie 10.000 kleine Spinnen oder so. Passiert doch nur irgendwas. Genau? Schön tief. Ich weiß. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich seh's mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. Ich dachte eben, ich stürz ab da. Da springt er da genau vorbei. Der rennt mal komisch. Wo sind hier Stufen? Nein! Oh. Oh Gott. Nein! Nein! Das ist... Da sind doch Stufen. Wo sind denn jetzt Stufen? Bin ich jetzt bescheuert? Wo sind denn jetzt hier die Stufen? Der Bahnhof hier. Hey, das sind doch Stufen hier, oder? Nee. So. Das. Wieso geht der da nur so drauf? Was ist denn das wieder für ein Blödsinn, ehrlich? Tagebuch bitte schauen. Ich weiß nämlich nicht, was hier passiert. Oder muss ich die Köpfe zerschießen? Ich verstehe nur Bahnhof hier. Okay, das bringt was. Mhm. Jetzt warten wir eine Stunde oder was? Was ist das denn? Ist schon voll? Jetzt. Ach, sag nicht, du gehst da drin schwimmen. Es gibt Schlimmeres. Okay. Hat er gesagt, er geht schwimmen. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Der schwimmt aber komisch. Ja. Jetzt bin ich nass. Ja. Sag mal, bist du das? Und zack und zack. Und was? Achso, das geht, ja. Ja. Und hoch mit dir. No? Hä? Aha.
Geschafft! Ich bin jetzt drüben! Bekommst du die auf? Warte mal kurz. Wir bekommen alles auf. Nicht schlecht. Was haben die Dinger für eine Bedeutung? Gar keine. Nur zur Zierde oder was? Aha. Da haben wir wieder was. Ich nehme den hier. Was nimmst du? Den, den. Was? Achso. Muss halten. Achso, muss. Hallo? Ah, sieht sicher ja, aus. Ja, ja. Da passiert doch gleich was. Das sieht mir überhaupt nicht sicher aus. Hey, komm da raus! Hey. Oh, wieso hab ich den Sprung denn jetzt nicht geschafft? Oh Leute, ist ja wieder ein Verarschungsspiel hier. Sieht sicher aus. Das so gut geschafft. Lauf, Nate, lauf. Lauf, mein Freund. Ich bin die falsche Richtung. Ich hab schon wieder den Sprung nicht geschafft. Macht Spaß, mal zuzuschauen, wie ich versage hier auf der ganzen Linie. Das gibt auch noch mal. Leute, bitte, jetzt aber. Ich drück den Knopf. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Was? Ich hab's geschafft! Nichts passiert! Oh. Der hat's wieder einfacher wie ich. Super. Warum hab ich nicht gewartet? Ist ja super. Jetzt sieht es aus, als hätten wir endlich Glück. Das will ich danach auch hoffen. Wir haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine riesen Goldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Affen? Na klar. Eldorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer was? Wir folgen der Spur. Dann folgen wir doch mal der Spur. Aber wir schauen noch mal, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Ist hier irgendwas am Aufblitzen, Blinken? Ja, da war was. Da. Nein. Sehen wieder. So, folgen wir der Spur. Boah. Was? Alter Mann, die 1,50 Meter hast du nicht geschafft, oder was? Naja, jetzt sind wir wieder raus. Ah, hier hören sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klar.
Klasse. Und jetzt? Keine Ahnung. Oh, blitzt was. Ich hab's schon gesehen. Ach, geh doch einfach hoch, Mr. Drake. Ja, ja, komm. Ich guck mit dir. Halt, Sally, hörst du das? Na, sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. U-Boot. Dann will ich rein ins U-Boot. Ja, Freunde, aber ich glaube, meine Zeit ist schon wieder um. Ich weiß es nicht genau. Ich spiele jetzt nach Gefühl, so ein bisschen nach Abschnitt. Oh, okay, das Video schauen wir uns an. Schau sich einer das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hä? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und geb dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Ja, Freunde. Aber das sehen wir dann das nächste Mal. Damit werden wir uns heute nicht mehr so wirklich befassen. Kann er da mit drin? Oder nicht? Hallo? Dazu konnte ich wieder. Ah, ich spüre ein bisschen. 5 Minuten Mauer. Und da ist nichts, oder? Das, kann ich tauchen? Kann ich irgendwie tauchen? Nein, kann ich auch nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Was soll denn der Blödsinn? Irgendwie hoch. Bin jetzt ein bisschen blöd. Ehrlich. Hängen wir uns mal lang. Da kommt da nicht. Da komme ich nicht weiter. Verstehe den ganzen Sinn jetzt nicht. Tauchen kann ich angeblich nicht. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Oh, Leute. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Bin ich jetzt leicht ein bisschen überfordert. Was ist der Blödsinn soll. Okay. Scheinbar haben wir was gefunden. Ob das jetzt wirklich. Das geht nicht. Hä? Ach so, Entschuldigung. Muss ganz unten anfassen. Super. Oh, geschafft. Gut. Jetzt muss man erstmal alles rausfinden. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. So, komm. Hallo! Oh. Ach so.
Da ist noch eine Liane. Jamie. Nein, diesmal muss ich aber da bleiben. Und nochmal. Und nochmal. Und ja! Geschafft. Hoch da. Nee, hoch. Oh. Das geht mir aber manchmal auf den Zeiger, wirklich. Eine Liane, ja, und ja, und ja. Ach so, Moment mal eben. Könnte doch auch da durchgehen, oder? Oder nicht? Ich gehe da jetzt erstmal lang. Oder oben blitzt was. Ja. Kann ich da hoch? Nein, kann ich nicht. Aber warum denn nicht? Weil die das so programmiert haben. Ja. Wer programmiert denn sowas? Und jetzt habe ich es nicht geschafft. Gut, wir versuchen es beim nächsten Mal, okay? Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.